Nachdem der Unterhaltungswert an den Märkten in den letzten Tagen gewissermaßen ein bisschen überschaubar war, geht's heute richtig los. Die volle Breitseite der FED wird uns heute erreichen. Und in diesem Ausblick auf die Märkte versuche ich Ihnen ein bisschen einen Fahrplan an die Hand zu geben. Was kommt, wann, warum und wie? Und damit allerherzlichste Willkommen, meine Damen und Herren. Ja, schauen wir uns doch einfach gleich mal das Programm an. Was kommt da auf uns zu? Und es ist eine ganze Menge in Sachen FED. Wir haben um 14.30 Uhr wird zunächst der Redetext von Jerome Powell veröffentlicht. 16 Uhr ist dann die Anhörung vor dem Finanzkomitee des US-Abgeordnetenhauses. Morgen dann vor dem US-Senat wird Powell aussagen, aber normalerweise ist das dann kalter Kaffee, weil all das schon am ersten Tag gesagt ist. Es gab noch nie irgendwie da am zweiten Tag dann vor dem US-Senat eine Überraschung. Also wird sich alles auf heute fokussieren. Vor allem 14.30 Uhr der Redetext und 16 Uhr dann die Anhörung von Jerome Powell. Und 20 Uhr haben wir dann noch das FOMC-Protokoll, also das Protokoll der letzten Sitzung. Dazwischen haben wir noch UK-BIP. Wir haben 10.30 Uhr eine ganze, ganze Menge Daten aus Großbritannien. Und das insofern interessant, als es hier möglicherweise ziemlich rapide bergab gehen kann mit dem BIP des Vereinigten Königreichs. Wir haben in letzter Zeit miserable Daten gesehen aus England. Und dann haben wir noch 16.30 Uhr die Öllagerbestände. Aber was ist von der FED zu erwarten? Wir haben zunächst mal zwei Dinge, die hier relevant sind. Wir haben die Geschichte mit dem Handelskrieg. Da war es ja so, dass Jerome Powell dann unter dem Eindruck der aktuellen Lage sagte, naja, das ist eine große Unsicherheit und wir warten mal ab, wie das hier weitergeht. Jetzt gab es ja das G20-Treffen mit einem temporären Waffenstillstand. Bisher nicht viel Konkretes seitdem bekannt geworden, nur dass Mnuchin, Lighthizer und Liu He jetzt telefoniert haben. Das hat man beidseitig bekannt gegeben. Die South China Morning Post schreibt ja, im Grunde wollte Trump auf dem G20-Gipfel Xi davon überzeugen, dass er mehr Landwirtschaftsgüter kauft. Aber Xi hat sich da nicht richtig klar geäußert und gesagt, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon weiter. Die sprechen ja gerne mal bayerischen Dialekt, die chinesischen Führer. Jedenfalls ist da erstmal so eine Art kalter Frieden entstanden. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Jedenfalls besser die Lage als noch vor dem G20-Gipfel, bevor es also zu diesem Treffen kam, aber nach wie vor Unklarheit und das ist einer der entscheidenden Punkte. Der zweite Punkt war die Arbeitsmarktdaten. Wir erinnern uns, als Jerome Powell letztes Mal aussagte auf der Pressekonferenz, da stand er auch unter dem Eindruck der ganz schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Mai, die auf 75.000 neue Stellen gefallen waren. Jetzt gab es ja im Juni diesen Anstieg, diese deutlich besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten mit 225.000. Also das ist jetzt die Gemengelage, in der wir sind. Eigentlich hat sich die Situation verbessert. Deswegen mussten die Märkte dann auch einen 0,5er-Prozentschritt der FED Ende Juli auspreisen. Man hat ja teilweise eine Wahrscheinlichkeit von 30%. Da hatten die Fed-Fund-Futures eingepreist, dass die FED richtig dick gleich erstmal die Zinsen senken wird. Aber davon musste man sich verabschieden nach Aussagen von Ballard und anderen FED-Mitgliedern. Harker, ein FED-Mitglied aus San Francisco, derzeit nicht stimmberechtigt im FOMC, hat gestern gesagt, na, ich sehe gar keine Notwendigkeit für eine Zinsänderung. Also da mussten die Märkte ein bisschen zurückrudern. Powell wird dennoch liefern heute, das ist sehr wahrscheinlich. Schauen wir uns mal das an, was er letztes Mal gesagt hat und das zeigt, wie die FED jetzt eigentlich mental gelagert ist. Er sagt, die Löhne sind zwar gestiegen, aber nicht in einem Tempo, das einen starken inflationären Impuls setzen könnte. Vielmehr ist es so, dass das schwächere globale Wachstum offenkundig dazu führt, dass die Inflation weiter nach unten geht. Und wir sind uns bewusst, dass die Inflation oder die Schwäche der Inflation selbst in einer starken Wirtschaft, und damit meint er die USA, die Inflationserwartungen nach unten drücken kann. Mithin reagiert also Powell mit dieser Aussage vor allem auf die Schwäche der globalen Wirtschaft. Das ist der entscheidende Punkt. Und im Grunde ist diese Zinssenkung, die sehr wahrscheinlich dann Ende Juli kommt, eine Zinssenkung für die globale Welt. Mithin also für die anderen, denn die US-Daten sind ja so furchtbar noch nicht, dass man da jetzt sofort schon reagieren müsste, auch wenn sich eine klare Verschlechterung natürlich ergeben hat. Also, das ist praktisch die Agenda für einen vorauseilenden Zinsschritt, für eine Vorsichtsmaßnahme
als der Zinsschritt, aber die entscheidende Frage ist, wie geht es dann weiter? Wird dann im September die nächste kommen, möglicherweise im Dezember dann die nächste? Das ist die eigentlich offene Frage. Selbst wenn wir jetzt im Juli die Zinssenkung kriegen, ist eben noch nicht klar, wann die nächsten Schritte kommen werden. Das ist genau das Problem und es sind die Inflationserwartungen, die ein entscheidender Punkt sind. Erinnern wir uns, Mario Draghi hat ja bei seiner Rede auf die massiv gefallenen Inflationserwartungen in der Eurozone reagiert, die damals auf ein neues Allzeittief gefallen waren und hat gesagt, ja, whatever it takes 2.0. Das war sozusagen für Draghi schockierend, dass die Inflationserwartungen abschmieren und für Notenbanken ist das das entscheidende Kriterium, dass da keine deflationäre Spirale entsteht. Und deflationäre Spirale ist vielleicht das richtige Stichwort. Wir haben heute aus China die Erzeugerpreise gesehen, die überraschenderweise unverändert zum Vorjahresmonat sind. Wir sehen also hier, wir haben einen nachlassenden Inflationsdruck, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das trotz vielerlei Stimulusmaßnahmen der chinesischen Regierung. Dementsprechend fürchten die Notenbanken ja nichts mehr als Deflation. Das ist sozusagen wie der Teufel das Weihwasser. Das geht gar nicht, das versucht man in jeder Hinsicht zu verhindern. Schauen wir uns vielleicht noch Aussagen an von Judy Shelton, die so ein bisschen klar machen, was eigentlich bei der Fed los ist, respektive was für ein Geist da langsam reinkommt. Judy Shelton ist ja neben einem anderen Nominierte von Donald Trump für die Fed und die hat in einem Interview am Freitag auf CNBC gesagt, ja, guckst du, die Amerikaner, die haben doch ihre ganzen Assets, ihr ganzes Vermögen in Finanzmärkten geparkt und den wollen wir doch nicht wehtun. Oder deswegen sollte die Fed jetzt langsam mal agieren und das ist natürlich ein Punkt, den Jerome Powell durchaus mitdenken muss. Schauen wir uns die Situation an, wie sie sich jetzt darstellt. Sehr wahrscheinlich Zinssenkung also im Juli, aber eben kein großer Schritt. Und dann die offene Frage, was kommt danach? Wir starten mit dem S&P 500. 2976. Wir sehen hier diesen Move nach unten aus. Das war praktisch das Ausweisen der 0,5% Senkungshoffnung. Gestern ging es dann wieder etwas nach oben. Wir haben den Dow Jones, der aktuell bei 26.765 agiert. Der DAX hält sich nach wie vor wenig verändert bei 12.445. Wir haben interessante Entwicklungen beim Euro, der seit Tagen im Grunde seitwärts läuft, knapp über der 1,12er Marke. Wir haben das Gold, das sich aktuell bei 1.393 bewegt und wir haben das amerikanische Crude Oil, wenn es denn kommt, da ist es bei $58.63, nachdem gestern die API-Daten, also die Daten des American Petroleum Institutes, ein Rückgang der Lagerbestände von über 8 Millionen Barrel gezeigt haben. Das hat den Ölpreis hier, wie Sie sehen, noch ein bisschen nach oben gebracht. Ob Paul die Märkte heute nach oben bringt, das ist eine andere Frage. 14:30 werden wir uns auf Finanzmarktwelt das Statement, den vorbereiteten Redetext von Jerome Powell ansehen. Seien Sie da dabei, 16 Uhr dann die Anhörung. Das kann ein bisschen dauern, da werden dann US-Abgeordnete ein bisschen quatschen und sich sonnen im Lichte der Öffentlichkeit, indem sie erstmal so ein paar einleitende Bemerkungen machen. Das kann sich hinziehen. Auf jeden Fall wird es heute ein Tag der Fed mit 20 Uhr, dann FOMC-Protokoll. Und ich wünsche einen guten Start in diesem Mittwoch und sage Servus und Ciao.